Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir hauen heute wieder Angeberwissen raus für euch und das über den 15. November. Heute ist der 15. November und wir haben heute das erste Geburtstagskind, beziehungsweise wir haben nur eins. Eins. Wir haben nur ein Geburtstagskind, das ist Annifried Lyngstad. Ach komm. Ja. Weißt du, wer das ist? Nee. Ja, nee. Also so kennt man sie nicht, aber als Annifried, wenn ich jetzt sagen würde Annifried, dann sagst du Aber. Aber. Ja, die Sängerin von ABBA hat heute Geburtstag, ist 1945 geboren und hat am 15. November Geburtstag. Weltstar. Ich direkt mal rumdrehen, die ist schon. Ja, Weltstar und die war ja auch ganz ansehnlich gewesen. Ja. War so ein ganz anderer Typ wie die Agneta. Die Blondie, ne? Ja. Aber hier, die hat ja, die haben ja alles abgeräumt, was ging mit aber damals. Ja. M. Agneta, kurz Magneta. Aber hieß sie mit dem Vornamen was? Martha. Martha Agneta? Nein, ich mache Spaß. Also, ja. Und am 15. November ist auch was mit dem Helmut Kohl gewesen. Ja, Helmut Kohl, der Bundeskanzler, zum fünften Mal gewählt, letzte Amtszeit und los ging's. Ach so, letzte Amtszeit war das. Letzte Amtszeit. Ja, wie lange war er insgesamt? Vier. 16. Vier Amtszeiten. Ach so, vier Amtszeiten. Oh. Ja. Vier Legislaturperioden. Entschuldigen Sie bitte. Ja, genau. Ich dachte, ich wollte mal ein bisschen mit unnützem Wissen irgendwie anstecken. Mehr wie vier geht auch, glaube ich, nicht, oder? Doch, doch, in Deutschland geht bis, ja? Bis sonst wo. In den USA sind es zwei Legislaturperioden, aber also acht Jahre. Okay. Aber bei uns, das geht hier bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, kannst du... Solange du gewählt wirst, ist alles in Ordnung. Ja. Also da gibt es keine Begrenzung. Aber am 15. November ist auch internationaler Writers in Prison Day. Ja. Okay. Ja, also kann man den inhaftierten Schriftstellern kann man gedenken. Betrifft dich noch nicht? Nee. Können wir einfach mal so. Geh mal so weiter. Guck mal. Geh mal so weiter, ja. Hier. Geh mal so weiter. Ich bin jetzt leider nicht im Gefängnis, aber vielleicht bin ich ja irgendwann. Vielleicht betrifft es mich ja irgendwann. Ach, geh mal weiter. Muss ja gar nicht so. Ja, so, guck mal hier, gehen einfach mal so durch. Alles von dir, alles aus deiner Feder? Ja, ja, genau, alles hier so Kinderbücher und sowas. Aber ich bin ja nicht im Gefängnis und wenn ich nicht im Gefängnis bin, dann betrifft es mich ja eigentlich. Ach, guck mal hier, so. Betrifft es mich ja eigentlich nicht, genau. Haben wir noch mal ein bisschen Werbung gemacht nebenbei, ja. Aber am 15. November ist noch was? Und zwar der Papst Johannes Paul besuchte als erster Papst, man muss sich vorstellen, nach 198 Jahren Deutschland. Aber so alt war er doch gar nicht. Ja, nein. Also als Papst insgesamt. Also die Päpste an sich haben 198, wie lange? Der Vatikan hat 198 Jahre gebraucht, um wieder mal einen Papstbesuch in Deutschland zu organisieren. Dabei ist doch gar nicht so weit von Polen. Der Wojtyla war ja damals der Papst. Ja. Papst Johannes Paul II. Wojtyla, der... Was? Hohenkönig. Ja, genau. Das war alles am 15. November. Und wenn ihr mehr über den 16. November wissen wollt, müsst ihr morgen wieder reinschalten. Da geht es nämlich weiter mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Heute der Daniel da, ich bin der Sashi. Morgen sehen wir uns wieder. Cheerio, Miss Sophie.